Wow. Was kommt denn da? Noch mehr! Oh, sie kommt noch wunderbar! Ja. Ist doch auch passende Musik, oder? Ja, das ist sogar meine beste Hälfte. Alter, da kannst du nicht! Alter! Oh, nee. Nein! Ich glaub, wir haben auch eine dritte Hälfte. Abstau. Ach, die Musik ist auch gerade, oder? Guck das mal an! Sag mal, Walter, die sollen hier rüberkommen. Walter, komm mal rüber zu uns, der Musik! Stimme mir zu, die Musik passt gerade. Oh, ich finde das hey. So geil. Komm, komm rüber! Ich glaube, wir brauchen einen dritten RTW hier. Ach du Scheiße. Oh, oh nein. Der fliegt. Walter, erhöh mal auf. Oh, ich hab noch was Gutes. Das auch gut passt, gerade irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Guck mal, Overwatch. Ja, das ist gerade SK. Kein Problem. Also vier Gruppierungen, ne? Nehm ich denn an, der es passt gerade so übelst. Ich sag's ja immer wieder, Klassik hat was. Jetzt wird genagelt oder was? Er denn? Schon hinter uns. Jo! Ja, oder was? Ja! Was ist denn das Denkmal? Sollen wir mal absperren? Nein, 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 Mächtig. Wir müssen übertreiben. Pimmel, ey. Oh, guck mal, wir müssen übertreiben. Euer Ernst? Euer Ernst? Das ist das Ding, das überhaupt aushält. Ah. Das kann sie, glaube ich, nicht so gut. Ey. Aber deswegen, schau, dass wir jetzt synchron hinbekommen. Was ist denn hier für ein Lied? Was? Da fällt mir was anderes ein. Aber sollen wir mal zeitlang anfangen? Ja. Ihr von mir aus? So. Auf Go? Na, bereit? Warte, ja. Nein! Sag, wenn ihr bereit seid, Leute. Ja, 3, 2, 1, Go! Also schalte wieder rein. Seni gidip kıran yılanı derinden çıkaran kaderin püsküllü belam yakalarsam seni gidip kıran yılanı derinden çıkaran kaderin püsküllü belam yakalarsam ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan eli güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderin püsküllü belan.
Sıcağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, el aman. Ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, el aman. Can, komm her, das gefällt dir. Seni gibi fındık kıran, yılanı derinden çıkaran, derin püskürlü belan. Seni gibi fındık kıran, yılanı derinden çıkaran, derin püskürlü belan. Yakalarsam seni gibi fındık kıran, yılanı derinden çıkaran, derin püskürlü belan. Also Ladies, wer von euch oben? Ich hab nicht verstanden, was du gesagt hast, Mathe. Kalarsam! Räum weiter! Hat mir was zu trinken gerade für mich? Ich hab unnormal Durst. Ja, Sky, weiter. Ich hab mir was zu trinken. Weiter, Sky. Ich mag jetzt was zu trinken für mich. Ich meinte nur, ich soll mal nochmal mitlaufen, wenn er's macht. Nochmal bei ihm. Und dann mal nochmal einhalten vor mehr Leuten, weil irgendwie am Mittwoch war nur einer da. Kenn ich. Kenn ich. Ey, Miststück. Am Anfang. Wird jetzt anständig gefahren. Warum? Ja, weil du heiße Fracht an Bord hast. Oh, sag bloß, ich hab dich mit dabei. Mhm. Dann kann's nicht heiß sein. Aber danke, oh, das spricht mir aus der Seele. Sam Kent weiß, dass er irgendwo ganz tief versteckt auch eine Muschel hat. Oh, noch weg, Muschel. Was? Oh, oh. Nein, du hast sie kaputt gemacht. Mediziner, lass einen Mediziner down. Das Leben steht schon wieder auf. Medic, down, Medic. Klatsch dir gleich so ein in die Schnauze, Aiden. Oha, da kommt jemand mit Pounder, der hat richtig... Hä? Ich möchte... Was? Ich habe aber wirklich eine Leckmuschel dabei. Zu mir kam jetzt kürzlich einer an und hat mir erklärt, dass er schon so viele Leckmuscheln geleckt hat, der ist voll gut da drin, ob er mir das mal zeigen soll. Und dann dachte ich mir, nee, so nicht, Freundchen. Und habe ihn gefragt, ob er mir jetzt den Sack voller leerer Leckmuscheln zeigen will. Danke, danke, und dann danke, war danke, er verwirrt und ist gegangen. Kloppt da. Hat ja nicht gemacht. Oh. Uff. Ja, aber sorry. Ich meine, ich habe meinem Freund auch schon mal eine Leckmuschel zugesteckt und habe ihm gesagt, du kannst mir mal die Muschel lecken. Aber das ist ja was anderes. Hallo, ich habe ihm eine Leckmuschel gegeben. Die war gemeint. Ja, ja, ist mir bewusst. Aber es soll doch in dem Moment sein, ne? Ach, komm, nee, lass mich so da. Oh, Leute. Na gut, aber ich meine, wer Sam kennt, weiß, dass er irgendwo ganz tief versteckt auch eine Muschel hat. Ich brauche noch Leckmuschel. Was? Oh, Einmal. Ich hab Zeit. Okay. Dann okay, kannst jetzt so einen Miteigentümer eintragen und die können das auch verlängern? Das sind die Geschwister von Jenny. Wer? Die zwei. Die zwei Rothaarige, das sind die Geschwister von Jenny. Komm, Jenny ist denen zugelaufen. Kommt Jenny vielleicht mehr nach der Mutter und die nach dem Vater? Weil die sehen beide sehr männlich aus. Ja gut, ich dachte mir dann Dad. Das da sieht eher aus wie Ali. RTW 7. Also RTW 6, der Herr Status 7, Triage. Der Polizei Ali. Ja, der Herr Kanöglü. Der Herr Polizei Kanöglü. Herr Kanöglü. Also, ich muss ja sagen, die Dame da hinten. Die sieht ja männlich aus, als ich spreche. Hallo, Herr Kanöglü. Okay, ich glaube, ich komme später nochmal wieder. Nee. Ja, pass mal auf, ich guck mal nach rechts zu den zwei Rothaarigen. Mhm. Und es sagt mir, dass das da hinten, ich weiß nicht, sieht alt aus. Das kann auch ein Mann mit langen Haaren sein, ich habe keine Ahnung. Also die kommen safe aus dem Norden. Ich würde einfach sagen, dass so ein Bruder und Schwester die Kinder zeugen. Ja, aber Jenny also, ist den Geschwister Hörbar. Also Geschwister stimmt schon mal. Sweet Home Alabama halt, ne? So, scheiße. Jenny dann ins Spiel? Also sind das eigentlich alles Geschwister und zu gleichzeitig ihre Eltern? Ja. Boah, Jenny tut mir gerade so leid, dass Jenny das gerade alles nicht mitbekommt. Das ist eigentlich armer eigentlich. Ich würde denen das auch ins Gesicht sagen, wenn es sein muss. Ich auch. Da bin ich nicht anders. Ja. Also von daher. Ich könnte denen das sogar wissenschaftlich erklären, wie es zustande kommt.
Aber das würden sie wahrscheinlich nicht verstehen. Das müssen wir mit Bildern machen. Ich könnte Ihnen das auf eine Blümchen-Art und Weise erklären. Ich mal es währenddessen einfach im Bilderbuch drauf. Ja, das ist eine gute Idee. Wenn wir eins bei Ice Age gelernt haben, mussten wir eigentlich nur zu viel reinrahmen, um das Eis zu brechen. Ja, das ist richtig. Das haben wir ja gelernt, so. RTW 6, Status 8. Guck, ist er gleich schon da, dann kann man das mal nebeneinander stellen und dann kann man uns das angucken. Soll ich mal die Flaggen aus dem Keller holen? Verstehen die das dann mit Flaggen? Du bist schon die Südstaatenflaggen, ne? Ach so, oder meinst du Sheldons Spaß mit Flaggen? Diese Flagge, ne? Kann ich mehr? Ich lasse dir mal aber schnell. Mehr. Alles gut bei dir? Musst nicht weinen. Ja, doch.